Ja, moin, Mahlzeit, ihr Schlitzer. Heute spiele ich mal, wie man sieht, ein bisschen Darksiders. Irgendwie, ich habe mir aber das Bild ein bisschen verschoben. Hab das Spiel noch nie gespielt. Ich klicke mal zum Starten. Gibt es jetzt erstmal ein Comic hier oder ein neues Spiel, Spielladen, Optionen? Da muss ich wohl erstmal reingucken. Video, Helligkeit, Lauerdiwils, Audio, Spieloptionen. Erweiterte Optionen, wir gucken mal hier rein. Auflösung. Vertikales Sync. Keine Ahnung. Tastenbelegung. Ich gehe mal davon aus, hier gibt es wohl WASD. Gut. Springen. Leertaste. Werfen. Linke Steuerungstaste. Gangart umstellen. B. Okay. Oh, da gibt es noch ein paar mehr. Werde ich mich jetzt gar nicht mit beschäftigen. Erstmal. Denn ich sag mal, dass ich erstmal die Musik leiser mache. Ja, doch. Ich gehe davon aus, dass noch so eine Art Tutorial kommt. Und dementsprechend werde ich mich jetzt echt nicht weiter damit beschäftigen hier. Ja, Einstellung ändern, hallo. Ist doch. Kommt. So, neues Spiel. Ich nehme einen leichten Schwierigkeitsgrad, weil ich. Ey! Wie scheint mir das Bild trotzdem ein bisschen verschoben hier? Und die anderen zum Angriff, alles klar. Gut, das kennt man ja. Ich habe gelesen, das Spiel soll etwas knackiger sein, also oder na, etwas höheren Schwierigkeitsgrad haben. Kann ich nicht genau beurteilen, da ich es ja noch nie gespielt habe. Ich habe mir auch kein Video dazu angeguckt, und so, ich will hier unvoreingenommen reingehen. Werden sich bereits in der Luft irgendeinen Doppelsprung auszuführen, okay. Jetzt sollte erstmal ein Video kommen, tatsächlich. Seit Anbeginn der Zeit befinden sich die Armeen von Himmel und Hölle in einem endlosen Krieg. Von diesem Konflikt wurde der feurige Rat angezogen, eine Entität, die durch uralte Gesetze gebunden war, Ordnung und Gleichgewicht zu erhalten. Jede Macht, die nicht in Schach gehalten wurde, war eine Bedrohung für die Materie des Universums. Mit der Zeit begannen Himmel und Hölle den Rat und seine Gesetze in Ehren zu halten, denn niemand konnte sich den schrecklichen Vollstreckern des Rates widersetzen. Sie waren als furchterregende Bruderschaft mit dem Namen die Vier Reiter bekannt. Aus den Tumulten erwuchsen die ersten Menschen. Der Rat sagte vorher, dass sie schwache, aber gerissene Kreaturen seien, die einmal für das Gleichgewicht wichtig wären. Ein drittes Königreich wurde benannt. Das Reich der Menschheit. Auf Befehl des Rates wurde ein Pakt zwischen Himmel und Hölle geschmiedet. Dieser große Pakt wurde durch 7 Siegel verschlossen, die zur rechten Zeit gebrochen werden sollten, nämlich wenn das Reich der Menschheit bereit für den Endkrieg sei. Eine Schlacht, die das Gleichgewicht wiederherstellen und das Schicksal der 3 Reiche bestimmen würde. Jo. Wenn er dazu sagt. Wow.
Oh, bist du los hier oder was? Boah, die Musterung ist aber super empfindlich. So, sind die jetzt weg hier oder was? Jetzt kommt er hier noch. Oh shit. Chaosgestalt für V, Chaosgestalt. Oh, was ist das denn? Ui! Aha. Also war auf jeden Fall ein nettes Einleitungs-Cinematic. Kann ich jetzt die ganze Zeit in dieser Gestalt bleiben? Das frage ich mich. Ich hoffe mal. Man kann die Autos kaputt machen. Also eine coole Sache auf jeden Fall. Ich dachte, jetzt kommt noch irgendwas. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Das ist das Problem. Wo ist das Vieh? Ist das weg? Das ist witzig. Das ist richtig witzig. Ich weiß aber nicht, wo ich hin muss. Ja, hier wahrscheinlich, da ist so ein Wegpunkt. Oh, ich glaube, ich muss irgendwie mal die Maus umstellen. Also wie gesagt, ich habe das noch nie gespielt, deswegen. Das ist jetzt ein bisschen. Kann ich denen mir irgendwie helfen oder. Oh, was ist jetzt los? So ein Bosskampf jetzt oder was? Ach du Scheiße. Muss ich den freilassen oder muss ich gegen den kämpfen? Der ist gerade umgefallen. Das Gericht ist nah! Was ist das denn? Hier ist ja was los so. Bekämpfen die mich? Die bekämpfen mich! Okay, einer ist weg. Was ist er denn jetzt noch hier? Ich weiß auch nicht, ob man die ganze Zeit in dieser Chaosgestalt bleiben muss hier oder. Was geschieht hier? Alles klar, das muss wohl aufgefüllt werden und dann kann ich es irgendwann benutzen, beziehungsweise wird es dann wieder automatisch ausgeschaltet. Muss ich den killen oder was? Dieser Maus muss ich auch noch ein bisschen klarkommen irgendwie. Also ich muss auf jeden Fall hinterher. Kann ich den killen? Okay, dem Menschen passiert nichts. Ich schieb die nur so komisch beiseite dann. Oh fuck. Das war Absicht, Mann. Echt jetzt. Und da war das dritte G um die Backe. Ich hoffe, dass ich irgendwie noch aufsteige hier. Oh, das war eine Kombo. Oh. Kleiner Scheiße. Ja, meins ist nah. Deins ist nah, Mann. Okay, auf jeden Fall geht die ganz schön was ab. Was ist denn das jetzt hier für ein Gesockster?
bestimmt noch mehr davon. Sind jetzt alle zu mir oder was? Hinter mir ist zu. Wieder hier hin, okay. In den Abgrund da oder was? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Nee, da werde ich bestimmt nicht runter müssen. Ich muss mir also einen anderen Weg suchen. Hier ist auch zu. Scheiße, Mann. Puh. Okay, ich spiele das ja blind. Ich weiß auch nicht, wo ich hin muss. Aber da ging es nicht lang. Da geht es auch nicht lang. Wie? Irgendwie muss ich wohl doch darüber. Ach, da war ja irgendwas mit Doppelspringen und so ein Quatsch. Ja, ja, ja. Hm, okay. Nee, das ist ein Quatsch. Oh. Wahrscheinlich irgendwie auf einer der Karren rauf hier und dann. Oh, Digga. Da muss ich hier doch runter. Den Weg da lang? Kann man da lang? Wie soll ich denn bitte bis dorthin kommen? Ne, wahrscheinlich muss ich durch irgendein Gebäude hier, kann ich mir vorstellen. Ah! So funktioniert das. Und weiter geht's. Hier kommen jetzt auch wieder welche runter hier, oder was? Oh mein Gott. Auf jeden Fall cool, dass man so viele Sachen kaputt machen kann. Ich weiß gar nicht genau, von wann das Spiel ist. Ich glaube 2012. Das könnte... Nee, 2012 kann, glaube ich, der zweite Teil. Das müsste 2011 sein. Wow. Springen Sie horizontal. Aha. Okay, wo soll ich denn jetzt da hin? Also darüber. Die Rüstung von dem Typen, einfach der Knaller. Gefällt mir auf jeden Fall bisher. Okay, wieder runter los. Ich frag mich, was das ist. Nee, schon wegschieben hier. Also ich schätze mal, ich muss doppelt springen und dann irgendwie da ran klettern. Okay, gut speichern. Daten. Spiel speichern. Eins. Bitte den Rechner nicht ausschalten, ne? Warum nicht? Macht man doch oft im laufenden Spiel. Übernehmen. So. Nee. So, Escape. Okay, ich werde es mal kurz üben hier. Okay. Alter, wie kommt ihr denn hoch? Hier kommt erstmal, lass erstmal hoch hier. Jetzt habe ich das gar nicht gelesen, was da stand. Ach, linke Alt-Taste, okay, ich bin schneller. Alles klar, jetzt habe ich es verstanden. Der ist weg. Ich bin jetzt auch zerbasht hier. Da war noch einer, aber ich glaube, den habe ich jetzt runtergeschleudert. Da waren ja drei, ne? Ja, einen habe ich wohl runtergeschleudert. Ich hab viele von diesen Viechern hier, ey. Wow.
Es wäre noch cool zu wissen, was diese... diese Knöpfchen da bedeuten. Oh. Ach so! Kann ich die Gestalt ändern hier? Nee. Slash. So, der ist auch weg. Okay, das Ding ist frei. Jetzt will ich das nochmal ausprobieren. Ja. Wupp. So, das kann ich wie ein Schutzschild nehmen, oder? Nee, ich schlag einfach damit zu. Warum sollte ich... Nur ist die Frage, warum sollte ich damit zuschlagen? Übrigens erinnere mich dieses Schwert an das Schwert vom Todesritter hier. Oder World of Warcraft. Okay, lass mal fallen den Scheiß jetzt. Im Ernst, warum sollte ich mit dem Ding zuschlagen? Das ist ja wirklich dumm einfach. Geht das fallen? Na, hallo? Geht das mal Kamera wechseln? Wie werde ich jetzt diesen... Na, alles klar, jetzt ist er kaputt. Ich frage mich gerade, was passiert, wenn man alle Säulen durchschlägt. Wahrscheinlich nichts. Wie kann ich denn weiter nach unten gucken? Ich sehe nicht, wo ich hier hin muss. Okay. Ich dachte schon, dass ich das nicht überleben könnte, aber... Hier geht bestimmt eine Tür auf. Apropos, Tür auf. Hier geht's also weiter. Oho. Heiliger Jesus. So, hier geht's weiter. Ah, hier ist wieder so ein schöner Haken. Das sah jetzt für eine Sekunde aus, als wäre ich hier, oh, das ist eine Art Boss. Oh shit, was ist das? Eine Sekunde sah es so aus, als würde ich hier gleich verrecken. Warum greifen mich eigentlich diese... Pisser an. Ach so, pass mal auf. Jetzt weiß ich, warum das verstanden. Gut zum Ziel. Blöderweise die Gestalt nicht ändern und ich weiß nicht, wann man die Gestalt immer ändern kann. Auf jeden Fall bisher echt cooles Spiel eigentlich. Der ist weg. Einer war noch, oder? Guck mal, das könnte man fast als brennenden Busch irgendwie interpretieren. Geht's hier weiter nach vorne oder was? Ich laufe einfach mal lang laut. Oho! Zack! Das macht auf jeden Fall Laune. Ich frag mich, ob man hier noch mehr Waffen bekommt oder so. Also, schon ganz gut. Kann man die irgendwie... Oh. Aje. Ah, aje. Ah, kommt ihr zu mir jetzt oder was? Wer ist er denn? König von Sturmwind.
Ist das so eine Art Balrog oder was? Krasses Vieh. Puh. Alter Schwede. Jetzt kommt Icke hier. Unmöglich. Abaddon, was ist das? Wo sind meine Brüder? Das kann nicht sein. Das letzte Siegel. Tja, wenn man zu viel quatscht. Was hören solche Sachen? Mein Gott! Das ist ihr Gott. Wie konnte das passieren? Das siebte Siegel wurde nicht gebrochen. Oh shit. Was um Himmels Willen hast du getan? Ich bin dem Ruf gefolgt. Sagt ja schon alle dann, ne? Der sieht krass aus. Wie soll ich den denn bitte bekämpfen? Ich muss ihn beschmeißen hier, oder was? Das konnte ich jetzt gar nicht werfen. Ich muss echt ein bisschen üben hier. War cool. Ja, so. Jetzt muss ich die ganze Zeit mit Autos hier. Ups. Da hing es wie auch immer, warum auch immer vor allen Dingen. Ja, geht doch nicht. Wie soll ich denn jetzt bitte an den rankommen hier? Hier gibt es keine Autos mehr. Jetzt habe ich wieder ein paar Autos, okay. Kann ich so einfach hier. Echt jetzt? Mann, das ist ja echt. Das ist schon ein bisschen kompliziert. Oh, oh. Ich glaube, das sieht auch echt nicht gut aus, weil. Irgendwas habe ich hier verstellt. Sollen wir wieder ein paar Autos schmeißen hier? Ich brauch. Jo. Au. Kann nicht gut. Kann ich irgendwie. Kann ich hier. Wechseln kann ich auch nicht. Wie greife ich denen an? Ich weiß nicht, was ich machen muss. Echt jetzt. Schon wieder Auto abbekommen hier. Leck dich doch im Arsch, Mann. Ich sehe, dass ich die ganze Zeit die Autos schmeißen muss. Ich bin echt ein bisschen komisch vor. Ja, das wird es auf jeden Fall nicht sein. Alter, er schmeißt mich hier. Alter Schwede. Das sieht gar nicht gut aus. Ich glaube, das wird der erste Bosskampf hier. Den werde ich auch gleich mal verkacken. Nee, das ist echt nicht gut. Ich weiß ja nicht, was. Wie. Es kann doch nicht sein, dass das einzige ist. Ich kann ja nicht die ganze Zeit nur Autos auf den schmeißen. Jetzt bin ich auch gleich hinüber. Also, anstatt ich ihn beschmeiße, beschmeißt er mich die ganze Zeit mit irgendeinem Scheißkram hier. Das war mal scheiße gezielt und ich bin weg.
Tja, da muss ich wohl gleich nochmal gucken, wie das funktioniert hier. Das ist ja fatal. Fatal, fatal, fatal.